Tarotbotschaft für November. Wir schauen jetzt die Archetypen des Tarot. Und November ist die 11. Vorher war im Monat Oktober, im Oktober die 10. ging es darum, dass wir wirklich reflektieren, wo bleiben wir immer am gleichen Thema hängen, wo drehen wir uns im Hamsterrad. Es ging darum, dass wir wirklich reflektieren, wo soll es hingehen, kann ich überhaupt diese karmische, diese ständig wiederholende Geschichten verlassen, wie kann ich es verlassen, ja, dass wir überhaupt erkennen, dass wir Dinge ständig sinnlos manchmal wiederholen und dass es die Zeit gekommen ist, dass wir vorangehen. Und jetzt November, jetzt geht um die Gerechtigkeit, 11, also zweimal die 1. Also das heißt, wir haben jetzt zwei Wege von uns, zwei Säulen, also wir können immer jetzt schauen, ich kann diesen Weg wählen, ich kann diesen Weg wählen oder ich nehme die Mitte ist immer gut, weil auf der Karte sehen wir eine Frau mit Waage und Waage bedeutet Gleichgewicht, also im November ist es wirklich wichtig, unser Gleichgewicht zu finden und zu schauen, kann ich aus meinen Erfahrungen lernen? Ja, kann ich aus dem, was ich bis jetzt gelebt habe, lernen? Kann ich das zu meinem Leben zur Verfügung stellen? Also die ganzen Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Also die Gerechtigkeit. Es geht hier in diesem Monat, dass wir wirklich nach innen schauen und uns fragen, welche Karma wir vermehren. Also was vermehren wir? Ja? Weil das ist schon auch sozusagen eine karmische Karte. Das, was wir produzieren, das kommt auf uns zurück. Das, was wir denken, kommt auf uns zurück. Das, was wir tun, kommt auf uns zurück. Und hier müssen wir wirklich nach innen schauen und fragen, ist das, was jetzt in meinem Leben jetzt da ist, bin ich damit zufrieden oder nicht? Also wir können nicht ständig irgendwas Neues erwarten, wenn sonst alles gleich bleibt. Ja? Hier geht es darum, dass wir in Gleichgewicht kommen. Hier geht es darum, dass wir auch gerecht uns selbst gegenüber überlegen, was brauche ich, um was geht es in meinem Leben, in meiner Inkarnation. Ja, diese Karte kann man so drehen und dann sehen wir die gleiche Frau, also so im Schatten. Das bedeutet, dass diese Arkan, diese Archetyp, das hat immer zwei Seiten. Und hier geht es darum, was vermehren wir. Das ist so der Archetyp, der sagt, also wenn unser Leben vorüber ist, dann werden wir geprüft. Und das wird unsere Seele auf eine Schale der Waage gelegt und auf andere Schale wird, ich glaube, so ein Feder gelegt und das wird gewogen, wie rein deine Seele ist. Also im Prinzip geht es im November wirklich, dass wir in diese dunklen Zeiten hineingehen, um immer tiefer und tiefer eine Verbindung zu uns selbst aufnehmen und nach Sinn des eigenen Seins fragen. Im Prinzip geht es wirklich nur um uns. Jeder ist für sich selbst geboren und nicht für die anderen. Und hier geht es um die Entwicklung, welche wir vollziehen. Also Entwicklung, wirklich aus diesem Rad auszusteigen, zu verstehen, für was bin ich hier geboren, was ist jetzt meine Lebensaufgabe, wirklich zu wiegen, wo bin ich, ist das jetzt wichtig für mich, ist das jetzt wichtig für mich, wirklich alles auf der Waage legen und Gleichgewicht zu finden in allem, wo man ist. Ich ziehe noch drei Karten für November. Als Rat des Universums, was möchte uns Universum noch mitgeben? Übrigens, wenn du Interesse hast, für jeden Tag eine Tarot-Tagesbotschaft zu bekommen, dann willkommen auf meinen Telegram-Kanal. Link findest du unten. So, drei Karten für November. Eine Botschaft vom Universum, ein Rat. Eins. Zwei, drei. Also das sind die schönsten Karten. Also es gibt 78 Karten im Deck und ich habe wirklich ganz, ganz tolle Karten gezogen.
und ich freue mich. Hier 8 Stäbe. Es geht darum, dass wir Dinge auch vielleicht schneller erledigen. Hier geht es um die Geschwindigkeit. Du wirst gefordert, deine Gedanken schneller in Tat umzusetzen, ja? Weil am 2. Stelle ist die Karte der Stern, 17. große Arkana. Und Stern, das ist so etwas wie Traum, ja? Also das sind unsere Lebenstraum, das, was ich möchte, also so Geschenke des Lebens. Und Stern ist eigentlich eine sehr, sehr langsame Karte. Also wenn man so Stern sieht, ja, das ist ganz was Tolles. Es kommt ganz was Tolles irgendwann. Aber jetzt haben wir 8 Stäbe. Also es kann etwas ganz was Tolles, das, was du dir gewünscht hast, sehr schnell kommen. Und deine Aufgabe ist es wirklich zu fangen. Du musst diese Stern schnell fangen. Das bedeutet, also für mich, was ich so fühle, oft nicht lange überlegen, sondern wirklich den Glück schnell packen. Weil oft neigen wir dazu, dass wir sagen, okay, ich habe Pläne, jetzt möchte ich gerne was Neues in mein Leben einzufügen. Ich möchte zum Beispiel Videos drehen oder ich möchte etwas schreiben oder ich möchte etwas Neues beginnen, vielleicht Neues lernen. Aber ich schiebe das, das mache ich im nächsten Jahr, das mache ich irgendwann mal. Aber wann ist diese nächstes Mal, wann ist diese irgendwann? Vielleicht hat man ja gar nicht so viel Zeit, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du in diese Inkarnation genau diese Dinge vollziehen sollst. Und hier geht es darum, auch im November, warte nicht auf beste Gelegenheit. Die beste Gelegenheit ist jetzt. Und dann 3. Karte ist 4. Stäbe. Diese Karte bedeutet feiere. Feiere dein Leben. In diesem Kartendeck sehen wir 2 Frauen, die tanzen, die freuen sich. Hier geht es wirklich darum, dass wir auch vielleicht alltägliche Dinge als Stern, als Geschenk, als Gewinn erkennen. Wir denken manchmal, oh, wenn ganz was Großes kommt in mein Leben, erst dann bin ich glücklich, erst dann ist es die Erfüllung. Dabei ist es manchmal kleine Dinge, alltägliche Dinge, die uns total glücklich machen können. Nur wenn wir aber unsere Aufmerksamkeit immer auf irgendwann mal werde ich glücklich, irgendwann mal werde ich das und das und das umsetzen, irgendwann mal, wenn ich das bekomme, bin ich dann ein toller Mensch. Wenn wir immer so Programmierung machen, dass wir irgendwann mal glücklich sind, dann werden wir es nie. Wir können es jetzt sofort, jetzt gleich, nachdem du dieses Video angesehen hast, nimm dir ein paar Minuten Zeit, bedanke dich für alles, feiere dein Leben und vielleicht mach einen schönen Tanz mit dir selbst oder vielleicht mit deiner Freundin oder mit deinem Mann oder mit deinem Hund oder mit deiner Katze oder einfach so für dich, damit du dieses Glück in deinem Leben spürst. In diesem Sinne alles Gute für euch für November und bis zum nächsten Mal.